Herzlich willkommen bei Geschichtsfenster. Mein Name ist André, das ist Florian und heute geht es um magische Kreaturen, die Sagenwelt des Mittelalters. Wir haben schon länger vorgehabt, was zusammen zu machen und tatsächlich ist mal ein Buch der WBG so der Auslöser gewesen für unser Konzept. Es gibt dieses wunderschöne, sehr, sehr große Buch Bestiarium und ihr seht, wir haben beide eins zugeschickt bekommen. Darin sind ganz, ganz verschiedene Kreaturen des Mittelalters. Reelle Kreaturen, Kreaturen, die es zwar gibt, die aber irgendeine besondere Sagenbedeutung haben in der Zeit, Kreaturen, die vollkommene Fantasie sind. Und wen dieses Buch jetzt interessiert, die WBG hat gerade eine großartige Aktion. Ich habe jetzt meine eigene Seite bei der WBG und wer darüber Mitglied wird, der kann sich eine von drei wirklich herausragenden Buchprämien aussuchen. Zum einen dieses Buch, das Bestiarium, darüber habe ich ja gerade schon etwas erzählt. Oder das Tauerfechtbuch, das älteste Fechtbuch, das wir so kennen, beschäftigt sich mit Schwert- und Bucklertechniken. Oder die Reisen des Ritters Jean de Mandeville, eine fiktive Reisebeschreibung aus dem Spätmittelalter. Sie beschreibt die Welt außerhalb von Europa, völkert mit allerlei fantastischen Kreaturen. Eine wunderschöne Handschrift, die ja umgesetzt worden ist. Und über die Buchprämie hinaus bekommt man bei der Premium-Mitgliedschaft noch die Kulturkarte, mit der kommt man günstiger in viele Museen hinein. Man zahlt keine Portokosten und man hat 10 Euro Guthaben auf seine Buchbestellungen. Ich bin seit 10 Jahren Mitglied bei der WBG und habe es noch nie bereut. Ich hatte auch noch nie Probleme, Bücher zu finden, denn es gibt so eine unfassbare Menge an interessanten Büchern und dazu jedes Jahr großartige Neuerscheinungen. Daher bin ich sehr glücklich über diese Aktion und die Buchprämien dürften mit die besten sein, die die WBG jemals gehabt hat. Also, wenn ihr schon mit der Mitgliedschaft geliebäugelt habt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Schaut es euch mal an. Und natürlich, wie üblich, verlosen wir eins dieser Bücher. Sind tatsächlich relativ teuer für die Verhältnisse der Bücher, die ich verlose, aber eins davon geht in die Kommentare, schreibt und wenn ihr eins haben wollt, schreibt was Nettes dazu. Erhöht nicht die Gewinnchance, aber ich freue mich immer sehr. Und ja, über dieses Thema sind wir eben dazu gekommen, endlich nach längerer Zeit, obwohl wir es lange geplant haben, einen Film zu machen. Aber bevor wir zu den Kreaturen des Mittelalters gehen, gehen wir mal zu dem, was du tust, weil das ist extrem interessant. Du hast ja einen eigenen YouTube-Kanal und machst was ganz Spannendes. Leg mal los. Ja, hi, mein Name ist Florian Schäfer und ich habe das Vergnügen, ja, quasi als Teil des Projektes Forgotten Creatures, ja, heute hier bei dir zu sein. Forgotten Creatures, also fast vergessene Kreaturen, beschreibt eigentlich auch schon ganz gut den Hintergrund des Projektes, denn es geht um Mythen und Sagengestalten, insbesondere aus dem deutschsprachigen, aber vor allem eben auch aus dem mitteleuropäischen Raum, die ich versuche, ja, auf eine, sagen wir mal, Mischung aus Kunst und Kultur vermittelnde Art und Weise den Menschen näher zu bringen. Das Ganze bedeutet in gewisser Weise aber auch, dass man ja immer mal schauen muss, welche Quellen, welche Darstellungen von Fabelwesen haben wir überhaupt. Und vielfach gibt es bildliche Beschreibungen, wie wir sie ja auch in dem schönen Buch, was wir uns heute noch mal genauer angucken werden, sehen werden. Aber eben auch textliche Beschreibungen und vielfach verändern sich natürlich auch die Vorstellungen von Fabelwesen im Laufe der Zeit, Sagengestalten. Und ich habe mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, zu schauen, was steckt denn hinter diesen Wesen? Wo kommen sie ursprünglich her? Warum haben Menschen tatsächlich an diese Wesen geglaubt? Welche Glaubensgrundsätze stehen dahinter? Was sind Erklärungsversuche, die hinter solchen Wesenheiten stehen können? Und vor allem, wie hat sich die Vorstellung dieser Wesen im Laufe der Zeit verändert? Und das setzt natürlich sehr früh an, in der Antike zum Teil bei einigen Wesenheiten, dann über das Mittelalter bis hin in die Neuzeit. Wobei man auch sagen muss, dass die Neuzeit eigentlich so das größte Spektrum an Beschreibungen und zum Teil eben auch Bildmaterial hat, die ich dann als Grundlage nehme, um nicht nur über diese Wesen zu sprechen, sondern tatsächlich diese Wesen nachzubauen, zu modellieren. Wir können uns ja mal ein paar bewegte Bilder anschauen. Genau, hier können wir mal so einen kleinen Blick in das Mythenatelier, so nenne ich die Geschichte, wo ich dann sitze und eben zunächst einmal recherchiere, nach historischen Darstellungen schaue und mir dann eben sehr dezidiert herausschreibe, welche Aspekte zu den einzelnen Wesen dann tatsächlich durch Modellierung, durch plastische Arbeiten umgesetzt werden sollen. Hier in dem Fall ist es eher ein, sagen wir, neuzeitliches Wesen. Da geht es tatsächlich um den Gremlin, wie er etwa so um den Ersten Weltkrieg herum in England, in Großbritannien sich vorgestellt wurde. Und das Ganze
bedeutet dann eben wirklich bis ins kleinste Detail, bis hin zu Kleidungsstücken etc., diese Wesen umzusetzen, nachzubauen, auszustatten. Hier haben wir zum Beispiel ein Moosweiblein, das ich gebaut habe für ein Waldgeisterprojekt. Zu den Moosweiblein kommen wir sicherlich nachher auch nochmal. Und da geht es eben wirklich darum, mit ganz viel Liebe zum Detail, mit verschiedenen, ja, Materialien zu arbeiten und diese Wesen, ja, in gewisser Weise nochmal auf andere Art und Weise zum Leben zu erwecken. Denn vielfach, wenn wir in Museen schauen, dann haben wir, was Fabelwesen angeht, natürlich relativ wenig an Exponaten. Vielleicht ein paar, ja, alte Scherben oder Vasen aus der Antike oder eben dann tatsächlich bildliche Darstellungen. Aber wirklich was Greifbares haben wir natürlich, das ist ja so in der Natur der Sache, nicht. Und deswegen nutze ich diese Beschreibung, um möglichst nah an den historischen Vorstellungen, ja, Exponate zu schaffen, die man dann tatsächlich auch in Ausstellungen und zur Wissensvermittlung nutzen kann. Muss man natürlich auch immer sehen, dass da eine gewisse künstlerische Freiheit natürlich auch mit drin ist. Aber was ich mache, ist, dass ich, wenn ich zum Beispiel beginne, Wichtel zu bauen, dann recherchiere ich möglichst weit zurück die möglichst originären Quellen, in denen von diesen Wesen geschildert, beschrieben werden, und versuche möglichst alle Informationen zusammenzusammeln für das Optische, für das Äußere dieser Wesen, und dann wird tatsächlich möglichst nah daran entlang eben eine solche Figur geschaffen oder auch mehrere. Zum Beispiel eben beim Einhorn, wo wir ja alle so eine landläufige Vorstellung haben, wie so ein Einhorn auszusehen hat, was aber absolut nichts mit der historischen Darstellung oder Vorstellungswelt dahinter zu tun hat. Und da habe ich mich zum Beispiel, wie wir hier sehen können, beim Einhorn für eine Darstellung entschieden, die näher am Physiologos ist, wo das Einhorn eben als ziegenähnliches Wesen und nicht als Pferd dargestellt wird. Und das zeigt auch eben so ein bisschen auch so einen anderen Kern des Projektes, nämlich Fabelwesen zu nutzen, mythische Wesen zu nutzen, um einen Zugang zu geschichtlichen, zu historischen Themen zu erhalten und eben über diese Wesen dann auch auf Zeitumstände, auf verschiedene Entwicklungen in historischen Bereichen eingehen zu können und in gewisser Weise mit diese Wesen als Türöffner zu nutzen für museale und vermittelnde Arbeit. Und damit Menschen auch wieder für Geschichte begeistern zu können. Und eben gerade an so einer Schnittstelle auch zur Fantasy, weil eben ja die meisten dieser Wesen uns eher aus dem fantastischen Bereich, aus der Fantasy, aus dem Rollenspiel geläufig sind, nicht aber als Wesen, die tatsächlich für Menschen auf die ein oder andere Weise in der Realität eine Rolle gespielt haben. Ja, du hast ja auch tatsächlich eine aktive Darstellung. Du trittst in einem Kostüm auf, allerdings auch Kostüm des 19. Jahrhunderts. Genau, also ich lehne mich so grob an die Biedermeier-Zeit an. Also schon so, als wäre die Figur, die ich darstelle, der Herr Konstantin Bold, ein Zeitgenosse der Grimms, um eben auch so diese Hochzeit der Märchen- und Sagensammlungen aufzugreifen. Und diese Kunstfigur nutze ich in gewisser Weise für die meisten Auftritte eigentlich. Also sowohl dann, wenn es eher um, sagen wir, historische, kulturelle Informationen zu den Wesen geht, oder aber auch, wenn man tatsächlich eben in Rolle auftritt und das Ganze etwas fantastischer sein soll. Einfach weil die Leute direkt viel mehr zuhören, wenn man ihnen in einem gescheiten Kostüm mit Zylinder und, also das, gerade ältere Leute mögen das sehr, wenn man mit Zylinder und Frack dann tatsächlich auftritt. Und dann sind also die Leute schon immer direkt viel aufnahmebegeistert. Das ist genau das, was ich sage. Ich mache ja, ist ja mein Konzept auch als historischer Darsteller mit meinem Zelt und sowas, bringen die Leute in eine für sie ungewohnte Lernsituation und sie öffnen sich für diese Information. Also da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich habe ja vor kurzer Zeit mit Thomas Römer was gemacht zum Thema Fantasy und Geschichte, und da war so einer der wichtigen Punkte auch, dass das, was wir eben heute so als Fantasy haben, völlig entkoppelt ist von dem, von alten Märchen und Sagen. Also wir haben da sehr viel Tolkien mit Elfen, Zwerge und so weiter. Wir haben überhaupt die Fantasy-Literatur des 20. Jahrhunderts. Ja. Dann haben wir natürlich diese reiche Märchenwelt des 19. Jahrhunderts. Das sind nicht nur Grimm, das ist auch Brentano, da sind ganz viele Kunstmärchen.
Vor allem auch Kunstmärchen. Also das meiste, Genau. was da heute eigentlich aufgegriffen wird, würde ich sagen, kommt schon eher in den Bereich der Kunstmärchen. Also wir haben eben die Krims, die haben Volksmärchen auch gesammelt. Wir haben eben ganz, ganz Genau. viele andere Autoren, Andersen oder so das, oder nicht Morgenstern, hilf mir, E.T.A. Schönberg Hoffmann. zum Beispiel Ja. oder auch Bechstein, Ja. das wären zwei auch große Vertreter, Ja. ja. Aber dann haben wir eben genau Sachen, die auch nur, teilweise nur geringe Vorlagen haben. Und diese ganze Märchenwelt, auch wenn die sich an Volkssagen bedient hat, hat mit der mittelalterlichen Märchenwelt ganz furchtbar wenig zu tun. Das Zumindest wenn wir stimmt. es nachweisen wollen. Ja, das stimmt leider. Das ist Ja. vor allem, viele stellen sich das ja immer so vor, dass, und das haben die Brüder Grimm noch mit befeuert. Die Brüder Grimm standen für die mythologische Schule in der Volkskunde, wenn man so will. Also, dass die Märchen- und Sagengestalten herabgesunkene Gottheiten der Altvorderen sind, dass germanische alte Götter jetzt in Form von Kobolden und anderen Wesen quasi noch im Volksglauben herumgeistern, was heute von sämtlichen ernstzunehmenden europäischen Ethnologen völlig zurückgewiesen wird. Da gibt es keinerlei wirkliche Hinweise zu. Und das, aber in die Falle treten halt heute auch sehr, sehr gerne Leute. Auch Autoren machen es willentlich. Also wenn wir Neil Gaiman mit American Gods oder sowas anschauen, dann ist das eigentlich ein ganz beliebtes Motiv, weil das auch wirklich sexy ist. Also diese Vorstellung des alten Gottes, seiner Macht beraubt und dann ist er jetzt irgendwie noch, ja, nur noch ein Kobold oder ähnliches. Das ist schön, hat aber mit der historischen Realität sehr wenig zu tun. Ja, Wir oder auch. finden aber immer wieder, ja, Rückbezüge. Also es ist nicht so, dass das, also eigentlich haben wir uns immer von unseren Vorfahren inspirieren lassen und geschaut, was haben unsere Vorfahren so gemacht? Wir greifen das wieder auf und geben dem einen neuen Twist. Ja, da wurde ja auch viel auch mit Sprachforschung versucht. Es wurden auch Begriffe geholt. Also das berühmteste zum Beispiel bei den Gebrüdern Grimm, die Göttin Ostara, auf die wir überhaupt keine Hinweise haben, weil sie Ostern irgendwie haben. Und das ist so der Klassiker. Du Ja. verdrehst schon die Augen, das ist die typische Reaktion. Das haben wir in ganz vielen Bereichen. Oder Frau Holle ist da auch ein problematisch, weil werden wir gleich noch was zu sagen. Aber ich finde es immer spannend, wenn ich so mich in mittelalterlichen Quellen herum irgendwie umschaue, dass die Vorstellungswelt eine vollkommen andere war. Jedenfalls der Teil, den wir sehen. Ich glaube, dass es viele, viele, viele Volksmärchen gab, die aber extrem regional waren. Das sehen wir heute noch, Ja. dass wir wirklich einige Geschichten wirklich nur in einem einzigen Gebiet haben. Und die Gebrüder Grimm haben das Ganze sehr, oder auch die ganzen Zeitgenossen, diese ganze Forschung ist ja sehr weit, haben wir auch in Frankreich, in vielen anderen Ländern, die verbreitet diese Sagenwelt plötzlich, die egalisiert sich auch so ein bisschen. Man merkt, oh, das ist eine ähnliche Sage und das fließt dann zusammen. Und Ja. so eine Sagenwelt haben wir im Mittelalter, glaube ich, nicht, weil die nie diese Verbreitung gefunden hat, weil es niemanden gab, der sie in der Form aufgeschrieben haben. Wir haben dafür eine literarische Gerade im Sagenwelt. Volk, gerade im natürlich im normalen Volk, warum hatte ja niemand jetzt wirklich groß die Motivation, Sagenbände aufzuschreiben oder sowas? Da sind wir ja tatsächlich eher im höfischen Bereich und dann sind wir halt bei der höfischen Epik oder so. Und das ist natürlich eine vollkommen andere Erlebniswelt mit völlig anderer Symbolik als im gemeinen Volk. Und da haben wir, ich hab mal vier Gebiete aufgetan, mit der wir uns der Sagenwelt nähern können. Es gibt einmal die überlieferten antiken Kreaturen. Und da haben wir natürlich in der Antike einen Vorteil gegenüber der nordischen Mythologie, nenne ich es mal grob, also keltische und nordische, die sind nicht aufgeschrieben worden. Unsere besten Quellen über nordische Mythologie sind christliche Schriften des Hoch- und Ja, genau. Spätmittelalters. Also da wissen wir letztlich gar nichts. Bei den Antiken wissen wir eine Menge und da sind viele übergegangen in die Vorstellungswelt. Also um mal so ein schönes Beispiel zu nehmen, weil es halt auch eine Wappenfigur geworden ist, der Greif. Als Wappentier natürlich sehr wichtig und hat sich seit der antiken Vorstellung auch gar nicht groß verändert. Noch wichtiger eigentlich, noch ein schönes Bild, Greifen gegen Kentauren, auch Das ist nett super. dann im Mittelalter. Aber so noch viel wichtiger im Mittelalter in ganz vielen Ebenen ist natürlich der Drache. Absolut. Der Superstar der Fantasy aller Zeiten. Das Auch stimmt. christlich wichtig mit den beiden Drachentötern Georg und Michael. Ja, oder gibt ganz, ganz viele Darstellungen. Was halt lustig ist, wenn du dir einen mittelalterlichen Drachen anguckst, der ist ganz selten mal groß. Der ist fast immer eher schlangenartig und klein. Oft sehr, sehr klein, überraschend klein. Wie ist das in der Aber auch Neuzeit? Wird der erst mit Tolkien so riesig?
Also ich glaube, dass das Problem beim Drachen ist, dass er nie wirklich eine definitive Gestalt hatte. Das fängt ja schon in den wirklich alten Belegen an, wenn wir im alten Orient sind, wo wir so die ersten Hinweise auf den westlichen Drachen haben und wo er auch schon eigentlich eine Schlange ist und geht dann eben über die Antike, Griechenland, Rom, eigentlich bis ins Mittelalter ist es die Schlange. Und dann erst fängt sich das an, so ein Stück weit zu verändern, dass wir so Krokodilbeschreibungen zum Teil mit reinbekommen, eben diesen echsenhaften Leib. Also da gibt es durchaus auch schon im Mittelalter Darstellungen, die so ein bisschen an Pokémon erinnern. Da kann ich auch gerne noch mal eine raussuchen, dass wir die einblenden. Das sieht halt schon wirklich fast wie so ein Glurak aus, wenn man so will. Aber natürlich im Großen und Ganzen sind wir bei diesen kleineren Schlangen. Und das bleibt tatsächlich auch in der Neuzeit zum Teil erhalten. Wenn wir zum Beispiel uns die Schweiz anschauen, wo im 16., 17. Jahrhundert dann auch zahlreiche Alpenbergdrachen und ähnliches beschrieben werden, die häufig auch eher klein sind. Also tatsächlich diese Vorstellung des gewaltig riesengroßen Drachens, die finden wir, würde ich sagen, immer mal so singulär einzeln, Ein aber es ist Beispiel nicht. ist die Nibelungensage, denn Siegfried muss ja unter den Drachen kommen, um ihn zu töten. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch so gerade das Einzige, was mir größer einfällt, wo mal ein Drache groß sein müsste. Mir fallen einzelne Sagen aus der Neuzeit ein, wo es tatsächlich ein gewaltiges Wesen sein soll. Aber da sind wir oft an dem Punkt, dass Drachen Sinnbilder für Naturkatastrophen sind, zum Beispiel für einen großen rauschenden Fluss oder ein Unwetter oder ähnliches. Und dann ist natürlich, haben wir da nochmal einen anderen Hintergrund, als wenn wir uns das tatsächliche Wesen vorstellen. Ich habe ja auch bei Thomas Römer schon gesagt, was so die Rollenspiele ganz wichtig für unsere Vorstellung von solchen Fabelwesen sind. Sie haben sie kategorisiert, sie haben Ja. ihnen Regeln zugewiesen und damit auch Eigenschaften. Wir wissen jetzt, ein roter Drache kann Feuer speien und zwar macht der Feueratem, ach, 6W, 20 Schaden pro Runde. Du weißt, worauf ich hinaus will? Absolut, absolut. Ja, das ist natürlich spannend, weil so eine Kategorisierung, die haben wir ja eigentlich historisch gesehen lange Zeit gar nicht. Das geht tatsächlich erst so richtig in der Neuzeit los, als sich überhaupt eine moderne Naturwissenschaft herausbildet. Vorher ist das ja alles nicht evidenzbasiert. Man sammelt eigentlich ja immer Berichte, beziehungsweise bezieht sich auf die Altvorderen. Im Mittelalter bezieht man sich auf die Antike und kaut das Wissen ein Stück weit wieder. Und auch dann im Übergang zur Neuzeit nimmt man auch wieder das antike und das mittelalterliche Wissen und macht weiter. Und dann gibt es die ersten Leute, die sagen, nee, fangen wir doch mal an und sammeln Beobachtungen aus der Natur, aus der jetzigen Zeit. Machen dann natürlich den Fehler, dass sie das nicht, wie aus heutiger Sicht würde man sagen, sozialwissenschaftlich ungenügend, dass man dann auch alles glaubt, was einem erzählt wird. Aber so waren dann eben die Anfänge und da kommen erstaunliche Dinge zusammen. Aber man fängt eben an, das jetzt so ein bisschen zu kategorisieren und das haben wir vorher gar nicht. Da existieren diese verschiedenen Vorstellungen einfach wild nebeneinander und zum Teil, zum Beispiel beim Drachen, wirklich äußerst unterschiedlich. Also eine wieder ganz wenigen Ausnahmen hier ist tatsächlich mal, hier sehen wir, der Drache speit etwas, da steht auch Flumen dran. Das ist tatsächlich mal ein Bild, wo einem Drachen auch so eine Eigenschaft zugeordnet wird. Das ist eine absolute Ausnahme, dass man sowas da irgendwie beschriftet sogar sieht, dass der eine bestimmte Eigenschaften hat. Das stimmt. Das sieht man wirklich selten, ja. Dann ein paar etwas bekannter, hast du auch schon mal nachgebaut, ist auch der Basilisk. Ja, wo man theoretisch schon diskutieren kann, ob er nicht auch ein Drache ist. Wenn wir sagen, dass die Drachen ja ursprünglich Schlangen sind und der Basilisk als König der Schlangen bezeichnet wird, Der Name dann. heißt ja, der Name Basilisk heißt ja kleiner König, er ist der König der Genau. Schlangen. Aber das Absurde am Basilisken ist seine Entstehung. Wie war das? Eine Henne muss ein Ei in einen Misthaufen legen und eine Kröte muss das dann ausbrüten. Und wenn das passiert, dann wird ein Ja. Basilisk geboren. Und bisweilen, je nach Überlieferung, ist es auch ein Hahnenei, Stimmt, was stimmt, natürlich stimmt, noch stimmt. schwieriger zu bekommen ist. Und Stimmt. es gab diese Vorstellung, dass Hähne in besonders hohem Alter eben auch so Eier legen können, die dann manchmal auch eher schwarz gefärbt und mit so einer ganz weichen Schale, also ganz entfernt aus der wirklichen Lebensrealität. Und das wird dann eben von der Kröte oder einer Schlange, auch da sind die Quellen dann wieder ein bisschen unterschiedlich ausgebrütet. Also dieses Zusammenkommen verschiedener, ja, Lebensbereiche, total abnorm, das ergibt diese Kreatur, die eine Mischung aus Drache, Schlange und
Huhn, Hahn eben darstellt. Dann kommt noch so ein bisschen Gorgone oder Medusa rein, denn sein Blick kann ja schon töten. Ihn anzusehen reicht schon, um zu sterben. Und das ist ganz spannend, weil das ist tatsächlich schon in der Antike so. In der Antike ist tatsächlich der Basilisk noch eine real gedachte Schlangenart. Mhm. Noch ganz ohne diesen ganzen Hahnenkram drumherum und diese Mischwesengeschichte, sondern es wird als eine Schlange in Syrien, meine ich, beschrieben, die zum Teil aufrecht kriecht und mit ihrem Blick tatsächlich ja sogar Steine zersprengen kann. So kräftig ist quasi dieser Blick und versteinert tötet eben auch Menschen. Ja, gibt es auch Unterschiede. Mal ist es der Blick und mal ist es sein Anblick. Also da sind dann auch so Erzählungen, die ineinander geraten. Ja. Ja, weil bei der Medusa ist es ja ihr Anblick und nicht ihr Blick und beim Basilisken ist es eben oft der Blick. Aber genau. Noch keine Rollenspielregelwerke, also noch keine Kategorisierung, das kann sich noch ändern. Das stimmt. Und das ist dann natürlich auch, wenn dann die verschiedenen antiken Gelehrten voneinander abschreiben und sich inspirieren lassen, dann ändern sich natürlich auch mal Kleinigkeiten. Es wird aber gerade beim Basilisk darauf hingewiesen, dass auch je länger sich ein Basilisk in einer Gegend auffällt, dass dann das Land darunter tatsächlich vergeht. Also in dem Fall ist es nicht der Anblick, sondern tatsächlich auch die Präsenz des Basilisken, die quasi giftig ist, das Land auszehrt und zerstört. Ja. Eine Kreatur, die ich bis ich mich mit diesem Buch hier auseinandergesetzt habe, überhaupt nicht kannte, ist der Benhakon. Ja. Den habe ich tatsächlich auch vorher noch nicht so. Also es ist wirklich verrückt. Ja. Vor allem, wenn man sich seinen Hauptangriff anschaut. Genau, es ist eine Art Stier, dessen Hörner aber so gewunden sind, dass sie nicht zum Angriff taugen. Und deswegen flieht er und dabei, das sieht man hier sehr schön, versprüht er seinen Kot über eine große Fläche und dieser Kot brennt. Der kann Menschen verbrennen, der kann Land verbrennen. Also wer kommt auf sowas? Ja, letzten Endes, wenn wir uns ein bisschen in der Biologie umschauen, dann ist es ja durchaus so, dass das Kot auch zum Düngen benutzt wird und durchaus dann auch brennende Eigenschaften haben kann. Insofern sind das ja durchaus auch Naturbeobachtungen, die dann vielleicht nochmal umgedeutet und verstärkt sich in so einem Bild wiederfinden. Und gut, Sie hatten keinen Zugang dazu, aber jetzt nehmen das Stinktier dazu und wir sind gar nicht mehr so weit davon entfernt. Ja, das stimmt. Ja. Bekannter wieder, auch heute wieder bekannt, ist natürlich die Hydra. Da denkt man heute oft an ein großes Tier. Hier auf dem Bild sieht man sie auch mal in groß. Auch ganz wichtig in der antiken Darstellung Herkules mit dem Kampf gegen die Hydra. Wir haben aber genauso dann auch Bilder, wo sie eher in den Drachenkontext reinkommen. Hier sehr klein, sehr schlangenartig, aber nicht minder gefährlich. Aber ein gutes Thema, wo wir jetzt nochmal bei der Größe sind. Ich glaube, widersprich mir, wenn du das anders siehst, aber das Thema Größe war, glaube ich, in Antike und Mittelalter noch gar nicht so entscheidend, wenn es um die Gefährlichkeit ging. Also wenn ich mir die verschiedenen Beschreibungen angucke, und das ist so eine Tendenz, die ich eher in der Moderne sehe. Mhm. Alles muss größer, schneller, weiter. Wir sehen das ja auch im Lab. Jeder will das größte Schwert haben, den größten Streithammerkopf. Aber viel bedrohlicher sind doch eigentlich die Kleinen, wo man sich so denkt, oh, das könnte ganz schön wehtun. Und ich habe das Gefühl, das ist bei den Fabelwesen genauso. Also das Entscheidende, Gefährlichkeit des Basilisks ist nicht seine Größe, sondern sein Blick. Mhm. Der Drache ist auch giftig, schnell, aber seine Größe ist gar nicht so entscheidend. Ich kann dich da auch völlig unterstützen, denn wir können es an einem Beispiel wirklich festmachen, das ist nämlich die Darstellung des Teufels. Der auch Teufel im Mittelalter ist klein. Der Teufel im Mittelalter ist hinterlistig. Das ist nicht der bösartige, allmächtige Höllenfürst, den wir ab und zu mal in Filmen heute sehen, sondern es ist der listige Verführer, der dich vom Weg abbringen will. Und also ich glaube, das Mittelalter fürchtet da die Hinterlist viel, viel mehr als die reine Stärke. Denn in der mittelalterlichen Welt ist die Stärke, die Frage nach Stärke ist wird nicht gestellt. Gott ist allmächtig. Ja. Gott mit Macht entgegenzutreten funktioniert nicht. Nur mit Hinterlist ist das möglich. Ja gut, vor dem Hintergrund macht es dann natürlich auch Sinn, da ja auch dann im Mittelalter diese verschiedenen Wesen zum Beispiel durch den Physiologus durchaus in einen entsprechenden christlichen Kontext gerückt wurden und dann auch entsprechende Sinnbilder für bestimmte Lebensbereiche darstellen. Und wir haben ja auch im Hochmittelalter ganz lange so die Sicht,
ja, Magie ist göttlich, weil Jesus hat den Teufel ja besiegt, steht in der Bibel. Und auch der Hexenglauben setzt sich ja nicht durch. Die Kirche sagt ja ganz lange, Hexen existieren gar nicht. Und erst mit der Neuzeit, mit den ganzen Verwerfungen, mit dem Aufbrechen der Kirche in mehrere Konfessionen, kommt ja mehr und mehr so ein Aberglaube rein. Man sieht ja oft das Mittelalter als extrem abergläubig. Die hatten natürlich ihre Aberglauben, aber der Aberglaube ist längst nicht so stark, wie wir es in späteren Zeiten haben, wo er wirklich, also wenn so etwas passiert wie der 30-jährige Krieg und die menschliche Umgebung, die ganze Welt wird erschüttert, das fördert natürlich auch Aberglaube und so etwas. Und es ist kein Wunder, dass dann ganz viele Geschichten entstehen. Und auch da wieder, in der Neuzeit haben wir eher Dinge überliefert aus der ländlichen Bevölkerung, während das natürlich im Mittelalter eher schwieriger ist. Ja, und wir haben hier mittelalterliche Quellen, gerade was wir hier machen, sind ganz oft eher der gebildeten Stände, nämlich die lesen können. Wir sind in der literarischen Welt des Mittelalters. Und zwei habe ich noch, die verbreitet waren. Das ist einmal der Manticore, den man immer mal wieder findet, als wirklich so das beispielhafte Mischwesen. Auch ganz klassische Fantasy-Kreatur heute. Ja. Und sehr schön die Sirenen. Die sind natürlich auch noch da. Und all diese Bilder zeigen sehr schön, dass wir hier eine Antikenrezeption haben. Denn diese Kreaturen hängen gar nicht mehr unbedingt an der antiken Geschichte, wie wir sie kennen. Also Sirenen zum Beispiel in der Odyssee. Die werden einfach in andere Geschichten verpackt. Man erinnert sich durchaus der Gestalten. Und selbst wenn man nicht die Originalgeschichte verwendet, diese Figuren kommen nochmal dazu. Werden wir nachher noch ein sehr, sehr schönes Beispiel haben mit den Reisen des Ritters John Mandeville. Aber ich will mal zu den, ja, wie sage ich das richtig, genuinen mittelalterlichen Figuren sind es gar nicht, denn wahrscheinlich sind dort alte Sagen aufgegangen. Wir können das nur natürlich nicht nachweisen, weil wir die Quellen nicht kennen. Es war letztens bei einem Kurzfilm über den Weihnachtsbaum. Wir wissen, es gibt ja immer die Vorstellung, dass uns auch alle alte heidnische Bräuche drin sind. Das mag sein. Wir haben nur keinerlei Verbindung zwischen den alten Bräuchen. Wenn es sie denn gab, genau, dann haben wir keine Quellen. Und dem Weihnachtsbaum, der im 5. Jahrhundert auftaucht, woher sollen wir wissen, was in den 200, 300 Jahren oder teilweise 600 Jahren dazwischen passiert ist? Und sieht das bei diesen Figuren auch aus? Es sind aber schon mittelalterliche Sagenwesen an sich. Da kommen wir zum Beispiel zu den Feen. Da gibt es ein paar ganz, ganz berühmte. Erstmal die Feen. Das Wichtige an den Feen im Mittelalter ist, es sind körperliche Gestalten. Es sind keine Dämonen. Das ist ganz wichtig, dass man sie von den Dämonen abgrenzt. Sie sind wirkliche Gestalten, aber sie leben nicht in unserer Welt. Sie leben in einer anderen Welt. Aber ansonsten sind sie auch kompatibel mit Menschen. Also die Ehe zwischen Fee und Mensch ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und die bekannteste Figur ist da die Melusine. Genau. Ja. Wo wir dann natürlich den Spin haben, dass derjenige, der mit der Melusine verheiratet ist, nicht weiß, dass es sich bei ihr um eine Fabelgestalt handelt. Genau. Und erst durch den Tabubruch, weil sie immer samstags badet und dann ihr ja einen Teil ihres Selbst offenbart mit dem Schlangenschwanz. Und da muss er natürlich gucken. Und dann entschwindet sie dahin. Und damit ist dann quasi die Bestrafung der Frevel begangen und durch den Tabubruch entschwindet sie. Auch ein ganz klassisches Motiv, was sich dann ewig weiter transportieren wird bis in die Neuzeit. Da gibt es die sogar den Fachbegriff für die Martenehe. Genau. Die Beziehung mit einem Feenwesen, die immer an ein Tabu gebunden ist, und wenn das Tabu gebrochen wird, muss diese Figur sich eben wieder verschwinden. Da ist das Wort des Mars drin, also wie im Nachtmar. Da können wir das heute noch. Und da haben wir mehrere Beispiele. Auch in der Iwein-Saga gibt es die Figur der Laudine, die Burgherrin. Es wird nie explizit genannt, es ist eine Fee, auch hier wird es nicht genannt. Die Figur, bei der wir es explizit kennen, ist wahrscheinlich sogar die allerbekannteste von ihr. Das ist Morgana oder Morgan le Fay. Da ist der Begriff dann drin. Und ich weiß zumindest im englischen Bereich, man muss sehr trennen zwischen Fairy und Fay. Das sind zwei unterschiedliche Begriffe, die zwar zusammenwachsen, aber im Mittelalter erstmal zu trennen sind. Ja, langfristig werden sie natürlich mit Fairy zu einem Sammelbegriff. Und dann muss man natürlich immer noch je nach Region gucken, wie man das auseinanderhält. Das ist ja generell das Schwierige mit solchen Begriffen. Wenn wir ins Skandinavische gehen, sind wir bei den Trollen, wo Troll auch ein Sammelbegriff für verschiedene Wesenheiten bildet, je nachdem auch in welchem Land und welcher Region wir uns befinden. Da wird es schnell sehr spezifisch. Ja. Oder bestes Beispiel, auch wieder in der heutigen Rezeption, Zwerg. Wir denken alle bei Zwerg an einen kleinen, wüchsigen, kräftigen Kerl mit Bart.
Aber nicht, wenn man in alten Quellen guckt. Nee, so nee gar null. Nicht. Ja. Das stimmt. Ja. Aber das Spannende ist, das Motiv der Martenehe, das transportiert sich dann auch tatsächlich bis in unsere, ein bisschen die neuzeitlichen Sagen, wo zum Beispiel auch den Moosweiblein, auf die wir sicherlich nochmal zu sprechen kommen werden, nachgesagt wird, dass sie Ehen mit Männern eingehen und dann auch ähnliche Tabu-Geschichten bestehen. Das ganz Lustige an all diesen Feen ist, sie sind immer gute Christen. Damit nimmt man sie auch nochmal raus aus der dämonischen Ecke. Und sie können tatsächlich in einigen Geschichten auch durch einen entsprechenden Lebensstil quasi zum Mensch werden. Sie sind dann gar kein Makel mehr. Aber sie sind eigentlich nirgendwo in sich bösartig, was ich sehr, sehr interessant finde. Manche, da steigen wir dann aber vielleicht zu tief in die Materie ein, beginnen ihr Leben ja durchaus auch als Mensch quasi im Narrativ gesehen und werden erst, bekommen diesen Status des Volks in den Hügeln etc. dann ja quasi erst. Aber da müssten wir schon ziemlich tief dann in der Kralssage haben wir ja mehrfach so Anderswelten, andere Ebenen. Und letztlich kann man auch sagen, dass der Kralskönig selbst in der mittelalterlichen Denkweise auch nah an den Feen dran ist, weil er sich ja auch in eine Anderwelt zurückgezogen hat. Da hätten wir ein Beispiel für einen, der eben sowas wird. Und erst ganz, ganz am Ende haben wir dann mit der Kaufmannsgeschichte in den Canterbury Tales, die später Vorlage für den Sommernachtstraum ist, zum ersten Mal ein Feenhofstaat. Da wird noch Pluto als König der Feen genannt, aber letztlich ist es die Figur, die später zu Oberon werden wird. Aber genau diese Vorstellung, die wir so als typisch Feen haben, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann stößt man ganz schnell auf Oberon und die ganzen Figuren. Shakespeare. Genau, die sind einfach nachmittelalterlich. Ja, die sind deutlich. Absolut. Also da ist ja, es ist wirklich dann faszinierend, wie sehr Shakespeare auch diese Idee mit kleinen Wesen, mit Flügeln und ähnlichem, wie sehr das dann tatsächlich durch die Literatur in der Neuzeit geprägt wurde und nichts mit den historischen Hintergründen tatsächlich zu tun hat. Und da springt dann tatsächlich aber auch, Ganz kurz, es prägt einfach auch extrem unsere Vorstellung heute, wie Feen aussehen. Absolut. Da ist Shakespeare aber... Aber spannenderweise, obwohl, wenn wir uns zum Beispiel dann die Volkssagen angucken, wir da diese Entwicklung gar nicht mitgemacht haben. Also das ist wirklich eine komplett andere Welt als die Literatur. Hat natürlich immer wieder Bezüge zwischendrin. Wir finden dann immer mal wieder kleine Aspekte, wo aus der Literatur bestimmte Aspekte auch mit in die Volkssagen gekommen sind. Aber im Großen und Ganzen erhalten sich da diese Motive dann doch eher noch. Ja. In der Märchenwelt sehr berühmt ist natürlich die Frau Holle. Die wird auch da auch gerne als begründet, es sei irgendwie nordische Gottheit, die überlebt hat. Ich glaube, das sind wir beide sehr vorsichtig. Lustigerweise, bei den Hexen gab es eben dieses Zitat über die Strafe, wenn man an Hexen glaubt. Also man musste, wenn man an Hexen glaubt, dafür büßen, weil die Kirche hat das abgelehnt. Und der Begriff, der da im 11. Jahrhundert verwendet wird, ist Holda Striga. Genau, weil ja auch die Hexe in einer ihrer Ursprungsvarianten kein menschliches Wesen ist, sondern eben auch eine Naturgeistvorstellung, ein dämonisches Wesen, wenn man so will. Ja. Wobei man da wieder sehr gucken muss, wie man Dämon definiert. Korrekt. Aber der Bedeutungswandel kommt dann eben erst, dass ein Mensch auch eine Hexe sein kann und damit dann eben die in der Neuzeit einsetzende Problematik einer entsprechenden Verfolgung, wenn man ihr denn überhaupt diese Macht zugesteht, was ja im Mittelalter nicht unbedingt der Fall war. Aber der Begriff Holda, da sind wir eben in einem etymologischen Ursprung, wo wir dann auf Frau Holle kommen können. Genau. Da gibt es auch Varianten, da gibt es auch die Frau Welt als Gegenstück, die ist sehr selten, aber man findet zum Beispiel an Kathedralenbauten von vorne verführerisch schön, ihre Rückseite ist hässlich durch Pocken oder sonstigen geprägt und auch Tiere laufen darauf, also wirklich die verweltlichte Form. Frau Holle ist da in vielen Märchen die fast schon vergeistigte und eigentlich auch sehr klerikale, also die ist schon sehr konform mit christlichen Regeln. Ja. Die kommt aber auch noch eben auch da wieder mit ihrer Anderwelt auch noch grob in diese Gedanken der Feen im Sinne von Fae reinnehmen. Und dann gibt es eben die genau andere Seite, die wir immer wieder haben, in ganz verschiedenen Varianten. Das ist die wilde Jagd und all ihre Abarten. Die dann tatsächlich, da haben wir es tatsächlich mal, denn
da haben wir auch im Wortsprung ursprünglich, die wilde Jagd wird immer wieder gerne mal von vorchristlichen Göttern angeführt. Auch im Volksglauben, da haben wir da tatsächlich noch einen Odin oder Wotan drin. Wir haben genau. Die Diana als Anführerin der wilden Jagd, gibt es genauso? Ganz selten auch die Buschgroßmutter, die die wilde Jagd anführt, also ein Moosweibchen tatsächlich, wobei das ein sehr regionaler, spezieller Volksglaube ist. Oder tatsächlich auch verfluchte Menschen, ein verfluchter Jäger, der einen Hostienfrevel begangen hat oder ähnliches und dann diese wilde Jagd anführt. Und zum einen ist die wilde Jagd natürlich gerade wieder aktuell, weil sie ist ein schönes Beispiel, in der Witcher-Welt ist sie übernommen worden. Der Autor hat sich ja sehr an Sagen orientiert, auch an, ich sag mal, vorgrimmschen Sagen, die er dann in irgendwelchen Varianten übernommen hat. Und für uns vor allen Dingen ist interessant die Gegner der wilden Jagd, denn die Opfer der wilden Jagd sind gerne mal genau die Kreaturen, die du schon genannt hast. Moosweiblein, Waldgeister, wilde Männer, wilde Frauen. Genau. Da haben wir noch eine dritte Klasse, das sind nämlich jetzt wirklich diese klassischen Naturgeister, die wir in Quellen oft nur schwer greifen können, weil sie eben eher in der Volkssage drin sind und nicht niedergeschrieben wurden. Aber wenn sie aufblitzen, wie jetzt zum Beispiel die Moosweiblein, die findet man mehrfach, ist das ganz spannend. Und dann gibt es so Anleitungen, wie man, also Moosweiblein werden von der wilden Jagd gejagt und können sich nur schützen unter bestimmten Umständen. Zum Beispiel, wenn sie einen Baumstumpf finden, in der Holzfäller ein Kreuz reingehackt hat oder auch drei Kreuze. Drei, genau, meistens oder, drei. Oder auch drei Kreuze, bevor der Baum den Boden berührt hat beim Umfallen. Ja. Oder es gibt so Dinge, das Schwierigkeitslevel ist wirklich nach oben anpassbar. <das. lacht> Oder es gibt so ein Scherz, so Dinge, dass wenn man die Getreidegarben bindet, dass man mit einem gewissen Schlag beim letzten Garbe einen Schutzraum für die Moosweiblein bringt. Und ich meine, du hast auch eine wunderschöne Umsetzung eines Moosweibleins hier. Das ist ganz herzallerliebst. Genau, das zeigt so ein bisschen, wie man sich das in den entsprechenden Sagen vorgestellt hat. Wirklich so die Haut an Borke und Rinde angelehnt. Mhm. Kleine Wesen, also die uns maximal bis ans Knie reichen würden. Aber eben durchaus mächtig, können in die Zukunft sehen, kennen die geheimen Kräuter und Weisheiten des Waldes. Also wirklich durchaus auch mächtige Wesen. Und wenn man sich denen widersetzte, konnte man das schon auch mit dem Tode büßen. Aber du hast auch eben schon erwähnt, es gibt dann allerdings auch Geschichten, wo sie etwas anders auftreten, wo sie dann auch eine Ehe eingehen. Also die sind da auch variabel genug. Also es kann auch durchaus sein, dass ein Bauer das Moosweiblein, das vor der wilden Jagd flieht, in sein Haus lässt und dann nicht mehr rauslässt. Mhm. Also das ist durchaus auch so eine Variante, dass ein Moosweiblein, ein Waldgeist tatsächlich zum Hausgeist wird für eine bestimmte Zeit. Mhm. Und da entspinnen sich durchaus auch mal solche Liebesbeziehungen, die dann meistens wieder gebrochen werden. In dem Fall ist dann häufig so, dass wenn man flucht oder besonders bösartig handelt, das Moosweiblein einen verwarnt und wenn man es dann eben nochmal tut, dann verschwindet sie und damit ist dann auch der Wohlstand im Haus dahin. Wie ist das mit so Figuren, da muss ich dich jetzt mal fragen, weil da weiß ich tatsächlich fast gar nicht, so diese klassischen Gestalten wie Heinzelmenschen und sowas, kennst du da alte Quellen? Also tatsächlich, wir müssen da ein bisschen unterscheiden. Mhm. Also ich habe ja auch ein Buch geschrieben über Hausgeister, wenn es eben um diese Heinzelmännchen, Kobolde etc. geht. Und man kann, glaube ich, schon da zwei verschiedene Gruppen ausmachen. Die Solitärwesen, die würde ich jetzt mal als Kobolde bezeichnen, die wirklich als eine Art Hausgeist auftreten, während wir bei den Zwergen, Wichteln, Heinzelmännchen tatsächlich eher Berg- oder Erdgeister haben, die in die Wohnung der Menschen kommen. Mhm. Wenn wir das so ein bisschen separieren, also der Kobold wird ab dem 12., 13. Jahrhundert tatsächlich schriftlich erwähnt und wir haben vorher schon andere Bezeichnungen, wie zum Beispiel Ingumo und Ingesied und das geht dann tatsächlich schon auf antike Texte zurück, die von Mönchen übersetzt wurden und die haben dann eben versucht, da entsprechende, neue Namen zu finden und haben sich wohl auch im Volksglauben ein bisschen umgeschaut. Man findet dann immer in Randbemerkungen und Glossen Hinweise auf Namen und da fallen dann zum Beispiel Worte wie Stetewaldiu, also Rudolf von Schlesien zum Beispiel, hat einen Text hinterlassen, in der er eben sagt, dass diese Anbetung von Hausgötzen doch aufhören muss. Mhm. Und da sind wir schon so bei der Koboldverehrung, wenn man so will.
Nur, dass man natürlich keinerlei Vorstellung hat, wie man sich diese Wesen vorgestellt hat. Mhm. Und erst, wenn dann der Kobold aufkommt und man sich die Wortherleitung anguckt, dann kommen wir zu so verniedlichen Begriffen. Mhm. Ganz ursprünglich mag der Geist des Hauses ganz körperlos gewesen sein. Also wirklich so der erste Mensch, der in einem Haus verstorben ist oder ähnliches, dass man wirklich so eine Art körperloses Wesen vor Augen hatte. Mhm. Volkskundler gehen aber davon aus, dass sozusagen durch diese Tabugeschichten, indem man sagte, man möchte die Macht eines solchen Wesens begrenzen, eben verniedlichende Namen gewählt wurden und so diese Vorstellung eines kleinen Wesens im Haus in gewisser Weise geboren wurde. Und das sehen wir dann eben auch in den Namen wie Kobold und Heinzchen und Schretzel etc., die dann im Laufe des Mittelalters aufkommen, aber eben völlig ohne Bildnachweise, weil sich das natürlich in der Lebensrealität der ja, einfachen Bevölkerung abgespielt hat. Und da hat niemand Zeit gehabt, irgendwelche Gemälde zu malen oder Bilder zu produzieren. Also es ist tatsächlich das große Problem. Ich rühme mich ja immer, dass ich wahnsinnig viele Bildquellen zu meiner Zeit habe. Und wenn es zum Thema Naturgeister, Hausgeister, Waldgeister geht, dann versagen die vollkommen. Ich kann aus dem 15. Jahrhundert ganz viele Melusinenabarten zeigen. Das ist so oft. Kommt gleich als nächstes. Wilder Mann ist wahrscheinlich der bestdokumentierte Figur dieser Art überhaupt. Aber ich kann zu diesen ganzen Kleingeistern nichts sagen. Gar nichts. Kann ich jetzt auch keine Bilder zeigen. Es gibt keine. Also erst mit dem... Also ich kenne ein, zwei Darstellungen, die dann sehr verteufelt zeigen. Mhm. Und das ist natürlich dann durch die Interpretatio Christiana, durch die Umdeutung solcher Sagengestalten im christlichen Kontext. Mhm. Da rücken die dann natürlich auch wieder in Predigten und Ähnlichem nach vorne. Und dann macht natürlich wieder auch eine kirchliche Darstellung oder kirchlich beeinflusste Darstellung irgendwie Sinn. Aber solange sich das in diesem originären Volksglauben darstellt, gibt es kaum Gründe. Deswegen ist auch bezeichnend, dass diese ganzen Geschichten dann auch eben so in der Grimmschen Ära aufkommen, sprich in der Romantik, auf die Aufklärung folgen. Die Aufklärung sagt im Prinzip ja, wir müssen uns nicht mehr an die christliche Deutung halten. Und dann kommen die Romantiker und sagen, ja, wir wollen die ganzen alten Geschichten sammeln und neutral betrachten, eben nicht vor einem christlichen Moralkodex, solange wir natürlich die christliche Leitmoral, möchte ich es jetzt mal haben, ist es natürlich schwer, solche Figuren auch irgendwie groß zu deuten, denn sie sind ja... Wir haben aber auch nichts anderes. Also alles, was wir über diese Wesen wissen, ist ja schon christlich überformt. Ja. Das von vorher, also auch zu diesem Kobold-Glauben. Mhm. Wir haben archäologische Quellen sogar. Wir wissen, dass unter vielen Herden tatsächlich, also unter dem Herd wurden häufig Opfergaben vergraben, in einer bestimmten Art und Weise, die darauf hindeuten, dass man den Ort, also den Herd als zentralen Ort im Haus einer bestimmten Entität geweiht oder gewidmet hat und ähnliches. Aber genaueres wissen wir eben nicht, nur dass es wirklich sehr spezifisch an diesen Orten gemacht wurde. Was ja auch dem christlichen Glauben erstmal gar nicht widersprochen hat, abgesehen davon, dass es Götzenverehrung ist, wenn man sie verehrt, aber die haben es ja super eingefügt, weil sie waren ja auch da wieder unter einem allmächtigen Gott, kann es deutlich weniger mächtige Kobolde geben, die dann auch natürlich unter christlichen Zeichen ferngehalten werden, solange man da nicht die Allmacht Gottes mit anzweifelt. Genau. Ist die Kirche da auch vergleichsweise locker, solange man nicht anfängt, sie zu verehren oder sowas. Also in großem Maße verehren. Ja, also, oder die Perschen kommen ja dann im späten Mittelalter auch nochmal auf, die auch gerne wieder als alte heidnische Überlieferungen gemacht werden, wo auch wieder gar nicht klar ist, ist es das, aber die hat man im alpenländischen Raum sehr berühmt. Noch nicht ganz in der Form, wie man es heute im der alemannischen Fastnacht zum Beispiel kennt. Genau. Und dann, wie gesagt, der wilde Mann, die wilde Frau, nochmal ein riesiges Fass, denn sie ist ein unfassbar beliebtes Sujet. Hier ein ganz schönes Bild, die tugendreiche Frau zähmt den wilden Mann. Der wilde Mann ist gerne mal der Gegner in irgendwelchen Rittergeschichten, wird aber eben auch mit der wilden Frau zusammen gezeigt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja guck mal, die kennen noch Urmenschen, die zeigen uns Neandertaler. Ja, nee. Schwierig. Aber eben so das Gegenstück, also auch ich finde es so spannend daran, die Selbstwahrnehmung der Menschen im späten Mittelalter. Wir sind die zivilisierten Menschen. Ja, genau. Und das Gegenstück ist der wilde Mann. Ja, man hat ja sicherlich auch, man kannte ja schon die antiken Darstellungen von Wundermenschen außerhalb der eigenen Welt, also die Kopffüßer, Anthropophagen und wie sie alle heißen. Mhm.
Da liegt es sicherlich auf der Hand, um die eigene Zivilisiertheit zu zeigen, das auch im eigenen, ja, quasi im eigenen Erfahrungshorizont irgendwie noch zu platzieren. Und da ist natürlich der wilde Mann als Sinnbild des ursprünglichen Unzivilisierten, der bietet sich da natürlich an. Und er ist irrsinnig beliebt. Er taucht als Wappenhalter auf, er taucht sogar auf Wappen selbst auf und erstaunlicherweise wahnsinnig oft in Kirchen als Abschlussstein oben im Gewölbe. Kann man irrsinnig sammeln. Und lustigerweise, es gibt ja hier diese Steine, Ringe der Macht, diese Serie bei Amazon Prime, und da gibt es einen Elben, der gezeigt wird, und der trägt eine Rüstung mit einem wilden Mann darauf. Und ich hab die Szene gefeiert. Ich glaube, ich war der Einzige, dem diese Rüstung gefällt, weil es war eine milde Mann-Darstellung. Es war für mich so, ja! Ich habe sogar die Ahnung, die Vorlage zu kennen, lustigerweise, aber auch da wieder die Kirche ist da gar nicht groß dagegen. Im Gegenteil, sie nimmt sie in die eigene Darstellung auf, in die Verzierung. Das passt super. Das stimmt, ja. Aber lustigerweise auch eine Kreatur, die nach dem Mittelalter eigentlich keine Rolle mehr spielt. Die schafft es nicht, in die Märchenwelt rüberzugehen. Vielleicht mit Rübezahl. Wir haben Rübezahl, wobei Rübezahl auch nochmal ein sehr spezielles Thema ist, weil die ersten Darstellungen schon auch noch mal eher in so eine Naturgeist-Richtung gehen. Es ist sehr, sehr schwierig, das gescheit einzuordnen. Aber es gibt tatsächlich dann noch Sagen, zum Beispiel im Harz, wo dann behauptet wird, man hätte tatsächlich zu mittelalterlichen Zeiten im 13. Jahrhundert zwei solcher Satyri, wilde Männer, gefangen und sie nach in eine Stadt gebracht. Dann ist natürlich der Ort Wildemann auch danach benannt. Und man hätte versucht, sie zu zähmen und ihnen tatsächlich das Sprechen annähernd beibringen können und Ähnliches. Also das über weniger die Sagen als mehr die Weltbeschreibungen diverser neuzeitlicher Gelehrter wird das Thema schon noch weiter aufgegriffen. Es spielt aber dann in vor allem den Märchen keine Rolle, wobei wir in den Märchen ohnehin die wenigsten Sagengestalten haben. Die Märchen kennen eigentlich nur Zwerge, ein paar Drachen und einmal ein Einhorn bei dem tapferen Schneiderlein. Alles andere an Sagengestalten treffen wir vor allem in den Volkssagen und da dann durchaus auch sehr mannigfaltig. Die kennt nur kaum noch jemand, das muss man halt auch mal so sagen. Also obwohl die Romantik wirklich dafür gesorgt hat, dass unzählige Menschen rausgegangen sind und diese Geschichten gesammelt haben, hängen bleiben eigentlich heute nur die klassischen Märchen der Brüder Grimm und das meiste andere geht verloren. Und bei Grimm, eben auch so ein Teil ist, warum ich mich vor allem auf die Volkssagen eingeschossen habe mit dem Projekt. Und bei Grimm gibt es dann noch die beiden Filter. Erstens die Kindermärchen in der Nachbearbeitung. Ja. Und als zweiten Filter Disney. Der macht es natürlich noch schlimmer. Ja. Ja, allerdings. Aber ein schönes, weil du gerade gesagt hast, auch die gelehrten Darstellungen, das ist ja im späten Mittelalter, beginnt man ja die Welt zu beschreiben. Das ist immer ein schönes Beispiel, ist die Schädelsche Weltchronik. Ja. Ein anderes sehr berühmtes Beispiel sind die Reisen des Ritter Mandeville, ein englischer Ritter, der vermutlich nie England verlassen hat, aber von einer großen, großen Weltreise schreibt und uns ganz viele von denen, auch ein paar, die du schon genannt hast, von diesen Gestalten zeigt und dabei natürlich seine antike Gelehrsamkeit auch herausbringt. Also wenn wir hier mal durchgehen, wir haben hier einen Drachen wieder, das ist eine Geschichte auf Sizilien, angeblich leben Drachen, hier eben als Schlangen dargestellt mit Flügeln und Hörnern, aber ansonsten ist es im Prinzip Schlangen, werden auch so beschrieben, die fressen uneheliche Kinder. Und hier wird ihnen nicht etwa gerade ein uneheliches Kind verfüttert, sondern im Gegenteil, der eine Drache verschmäht dieses Kind und damit ist die Ehelichkeit bewiesen von diesem Kind. Auf demselben Bild im Hintergrund sieht man, wie ein Kind gefressen wird. Naja. Dann haben wir eine Kentauchenabart, ein Ziegenkentauchen. Und weil du es eben schon mehrfach angesprochen hast, da haben wir sie. Die Bewohner Afrikas. Viele Leute glauben, so sehen die Bewohner Afrikas aus. Und dann gibt es ja noch unzählige andere, teilweise mit einzelnen Füßen, die so groß sind, dass man sich unter ihnen von der Sonne schützen kann. Ja, genau. Ganz verrückte Geschichten. Oder mit den riesigen Ohren und so. Also das ist so. Genau. Aber man kann hier wirklich sehen, der beschreibt zwar sehr, sehr fantasievoll die Welt, aber er bedient sich eigentlich komplett an bekannten Topoi und er findet gar nichts groß selber, sondern zeigt damit im Prinzip, das macht seine Geschichte natürlich auch glaubwürdig, indem er alte historische Quellen nennt, zeigt er, ist das Ganze natürlich eine sehr, sehr glaubwürdige Erzählung, die er da aufmacht. Und das haben wir in ganz vielen Fällen. Also immer, wenn wir so die
Die Welt wird größer, bis in den Orient wird sie sehr glaubwürdig beschrieben. Da gibt es die Reise hier, Breidenbach, der Weihbischof von Mainz, reist in den Orient und nimmt einen eigenen Zeichner mit, um möglichst realistische Bilder des Orients zu zeigen. Da hat man Naturbeobachtung, aber sobald es darüber hinausgeht, ist wieder Platz für die antiken Sagen und die antiken Mythen. Absolut. Was an der Stelle vielleicht ganz spannend ist, wir reden ja die ganze Zeit über Fabelwesen, vor allem auch über zahlreiche Monster, die wir aus heutiger Sicht so bezeichnen würden. Aber für die Menschen der Antike und auch des Mittelalters gibt es eigentlich keine Fabelwesen in dem Sinne. Es gibt Monster, das sind aber besagte Menschen in der Ferne, in Afrika oder ähnliches, die auf so eine bestimmte Art und Weise missgestaltet sind. Aber Ungeheuer gibt es eigentlich nur im Meer. Das sind die Seeschlangen und ähnliches. Das am Land, Einhörner, Basilisken, das sind normale Tiere. Also das ist, denke ich, nochmal wichtig festzuhalten. Ja. In den Schilderungen wird da nicht unterschieden. Das sehen wir ja auch sehr schön hier in unserem großen Bestiariumband, wo tatsächlich die Amsel neben den herzynischen Vögeln, die Antilope neben dem Einhorn steht. Genau. Einfach, es sind Tiere. Ja. Die sind nicht auf einem besonderen Level oder so. Du könntest gar nicht besser überleiten, denn die letzte Gruppe sind natürlich dann die Tiere, denen zum Teil besondere Eigenschaften zugesprochen werden. Also da gibt es ganz viele Dinge, dass relativ banale Tiere auf einmal irgendwelche übersinnlichen Eigenschaften haben. Auch Heileigenschaften oder sowas. Dann haben wir natürlich den Bestseller im Spätmittelalter, im 15. Jahrhundert, sind zum Beispiel Aesops Fabeln. Wirklich eine antike Quelle, komplett. Und im Bereich der Fabeln, der sprechenden Tiere, der Tiere, die miteinander kommunizieren, da haben sie wieder ihren ganz eigenen Charakter. Und was ich nochmal hier rausstellen möchte, sind die Tiere, die für uns vollkommen normal sind, damals aber nicht. Und jetzt kommt das schöne Spiel. Ich gebe den Zuschauern mal einen kurzen Moment Zeit, drüber nachzudenken, was das hier für ein Tier sein mag. Weil ich hätte es nicht erkannt. Nee, absolut nicht. Ein Fuchs mit einem Flammenschweif, keine Ahnung. Es ist ein Krokodil. Ja. Wirklich verrückt. Egal ob an Land oder an Wasser, Schweinswale ist auch wunderbar, sehen aus wie Wildschweine, die im Wasser schwimmen. Aber es ist. Ja. Genauso die Giraffe ist so Dromedarartig und ich habe ja ein Buch, das ich immer weiter koloriere. Da gibt es auch Giraffen drin und hätte ich sie nicht gelb mit braunen Punkten angemalt, würde niemand erkennen, dass es Giraffen sein sollen. Obwohl, es ist alles da, es sind die langen Beine da und sie hat Hörner und eine Giraffe hat nun mal Hörner. Irgendein Mensch hat gesagt, ja, Giraffe hat übrigens Hörner. Ja, klar, hier so gewundene Widderhörner, habe ich verstanden. Genau. Für uns klingt das immer wahnsinnig lustig, aber die Leute hatten halt keine andere Möglichkeit. Wobei es gibt erstaunlich exotische Tiere, also Straußen waren sehr bekannt, weil sie immer wieder als Geschenk nach Europa gekommen sind. Ja. Immer und immer wieder. Und von anderen Tieren hat man halt überhaupt gar keine Vorstellung. Das stimmt, aber selbst von Tieren wie dem Löwen oder so, die durchaus auch als Trophäen und auch als lebende Tiere nach Europa gebracht wurden. Das heißt ja nicht, dass derjenige, der das Buch illustriert hat und die Bilder gemalt hat, dass der wusste, wie der Löwe auszusehen hat. Und dazu kommt bei vielen Tieren, dass sie noch als heraldische Figur ein Eigenleben entwickeln und überhaupt nichts mehr in ihrer Vorlage zu tun haben. Also das beste Beispiel sind so Sachen wie Pardel, Gepard oder sowas. Oder Panther, die vollkommen anders aussehen, ja. Auch wenn du die Abbildung anguckst, wie man sich Tiger vorgestellt hat. Ganz, ganz absurde Abbildung. Elefant geht so, der sieht halt immer ein bisschen lustig aus, immer ein bisschen übertrieben. Und wo ich dann reingefallen bin, ist das Nashorn von Albrecht Dürer. Ja. Wo ich immer gesagt habe, so sieht doch kein Nashorn aus. Im ganzen Leben hat er noch kein Nashorn gesehen, dummerweise. Habe ich dann irgendwann ein Bild von einem indischen Panzernashorn gesehen und habe gemerkt, ups, das ist aber eine ziemlich gute Darstellung von einem indischen Panzernashorn. Verdammt! Das stimmt, ja. Aber da sind natürlich bei Tieren auch noch, es ist wirklich so, geht auch in die Neuzeit ganz weit rein. Also bis wir wirklich so die Welt entdeckt haben, wird es immer wilder und jedes neue exotische Tier wird in einer ganz absurden Darstellung erst einmal übertragen. Absolut. Das geht ja so weit, dass wir in den Kunst- und Wunderkammern auch
wirklich dann Objekte haben wie Meeraffen oder Seebischöfe und ähnliches, die dann auf umgearbeiteten Tieren, da hat man einen Fisch Hinterleib mit einem Affen Vorderkörper in Asien zusammengenäht und dann teuer nach Europa verkaufen können, weil man in den großen Wunderkammern eben eine Meerjungfrau, einen Meeraffen oder ähnliches präsentieren wollte. Das wurde zum Teil wirklich sehr kunstvoll gemacht. Rochen wurden umgefaltet zu Basilisken und füllten dann diese Sammlungen. Also, oder auch dass der Ich wollte Narwalzahn, gerade der dann sagen. eben zum Einhorn wurde und wirklich ja, sehr viele Tiere das Leben gekostet hat, aber auch, glaube ich, ziemlich viel Wirtschaftsaufschwung für diese Betriebe Ja, zur dazu kommt Folge natürlich hat. dann auch der medizinische Part, dass solche Wunderdinge auch immer medizinisch versucht wurden zu Ja. nutzen. Das ist ja ein Effekt, den wir heute leider noch haben. Siehe Nashorn für den asiatischen Markt als Potenzmittel. Absolut. Da waren wir in Europa ja null anders, ja. Und auch heute noch ist es in Europa nicht ganz so weit her, wenn wir uns angucken, was an Primaten tatsächlich sogenanntes Bushmeat auch noch nach Europa verkauft wird, illegal. Vögel, die nur der Delikatesse wegen gefangen werden und ähnliches. Und wo man dann eben aber auch bestimmte Heileigenschaften noch nachsagt. Wir sind da leider gar nicht so weit weg, wie man das immer so denkt. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und bitte auch was lustigen Aberglauben angeht. Also wenn Leute Ja. irgendwie zu Bleichmitteln greifen, um sich medizinische Effekte zu erhoffen. Also wie gesagt, ein prominenter Politiker hat in der vergangenen Pandemie dazu aufgerufen, sich irgendwie Bleichmittel in den Körper zu jagen, weil es ja helfen soll. Was soll man sagen? Wir sind überhaupt nicht weit von denen weg. Nee. Ja? Aber ich finde es eben spannend, auch ich war da sehr gespannt, ob du da irgendwie eine andere Meinung zu hast, aber tatsächlich kannst du die Volkssagenwelt des Mittelalters leider genauso wenig greifen, wie ich das bisher konnte. Vielleicht hat ja Ja. irgendein Zuschauer noch tolle Hinweise für uns und sagt, Moment, da gibt's. Ja. Ich würde mich so freuen. Ich habe für das Buch damals so lange nach mittelalterlichen Darstellungen von Hausgeistern gesucht und bin glorreich gescheitert, aber auch keiner an Fachkollegen hatte wirklich was. Aber wenn da draußen irgendjemand ist, ich nehme alles. Wobei man sich ja immer vor einem eben hüten muss, das ist die ganz schwierige Sache dabei, man darf nicht sagen, das gab es früher in der Antike schon mal, also gibt es das im Mittelalter auch, weil später gab es ja wieder. Wir haben eine ganz, ganz breite Antikenrezeption später, die aus Absolut. Quellen, die im Mittelalter gar nicht verfügbar waren, sich Dinge herausgezogen hat. Und deswegen ist es auch immer schwierig bei so nordischen Sagen. Selbst wenn wir die nordischen Sagen festmachen können, wir können nicht sagen, ob die wirklich weiter rezipiert wurden oder ob sie zurückgekommen sind. Ein ganz großer Teil unserer Sagenwelt ist zurückgekommen oder ist eine erfundene Tradition. Das ist dann genauso übel, dass man, also Sehr es gibt, frustrierend, ja, es ja. gibt da ist ein Konzept in der Geschichtswissenschaft, die erfundene Tradition. Und der Autor, der das im Prinzip beschrieben hat, hat das am schottischen Kilt festgemacht. Der schon so immer da gewesen ist und dann, dass ich mal genauer hinguckt, nee, der ist schon ziemlich neuzeitlich. Ja, nein, zu Bravehearts Zeiten haben sie keinen Kilt getragen, leider nicht. Und Es ist aber auch wirklich schwierig. Also gerade viele antike Wesenheiten haben es dann wirklich nur noch in Randbemerkungen, in Mönchsschriften oder ähnlichem dann tatsächlich weitergeschafft. Also gerade in den Glossen, da findet man auch tatsächlich auf das Moosweiblein, Huls, Fru und ähnliches. Also da gibt es so Hinweise, aber die sind sehr, sehr spärlich und man muss wirklich sehr genau hinschauen, um da zumindest so den Hauch einer Kontinuität zu sehen. Und der wird natürlich trotzdem dann hinterher überlagert vom Rückbezug auf die älteren Quellen, die dann wieder verfügbar waren. Insofern ist das in manchen Fällen sicherlich nahezu unmöglich und in manchen eine sehr schwierige, prekäre Sache, da auch definitive Aussagen zu treffen. Geht mir ganz genauso. Bevor am Ende sind, du hast schon erwähnt, dass du ein Buch rausgebracht hast, habe ich auch schon eingeblendet, Genau. aber halt es nochmal in die Kamera, ganz, ganz wichtig. Ganz noch mal kurz, ich hoffe, Ja. man, genau. Also, das ist Hausgeister. Muss dazu sagen, es geht wirklich um den deutschsprachigen Raum, weil der eben tatsächlich auch heutzutage seltenst irgendwie noch im Fokus ist. Die meisten Menschen orientieren sich eben tatsächlich
Richtung Großbritannien oder französische Elfen- und Feenmärchen, Trollgeschichten aus Skandinavien. Aber wir haben tatsächlich auch einen recht reichen Schatz an Sagen und Volkserzählungen, die es wert sind, ja, erhalten zu bleiben und sich genauer anzuschauen. Und deswegen stehen auch die nachfolgenden Bücher, werden erst einmal so im Fokus des deutschsprachigen Raumes, soweit man das eben auch historisch so einordnen kann. Genau, nachfolgende Bücher, du hast ja schon das nächste Buch in der Pipeline, da ist die Vorbestellung, ist die schon? Die läuft schon, man kann über unseren Shop, aber auch über die Verlagsseite, es wird bei Böhlau erscheinen, auch so wie Hausgeister auch, kann man es vorbestellen. Wir können ja das Bild auch nochmal einblenden. Link unten in der Beschreibung. Link zu der Vorbestellung steht unter der Videobeschreibung. Genau, und das nächste wird dann passend zum heutigen Gespräch um Fabeltiere gehen, also wirklich die tierischen Wesen, die es dann bis in den deutschen Volksglauben geschafft haben. Also der Manticore nicht mehr wirklich, der ist nur eine Randbemerkung, aber das Einhorn spielt eine große Rolle, die Drachen natürlich und dann auch Wesen, die erst im Volksglauben aufkommen. Also da gibt es wirklich auch sehr krude Geschichten, die nur in einzelnen, ganz kleinen regionalen Bereichen aufkommen. Und wo man dann auch sieht, wie solche Sagen dann als Moralkeule genutzt wurden, um Menschen eben auch Angst zu machen und sie ja moralisch zu prägen. Das ist dann auch sehr spannend. Du hast auch ein Video, also einen YouTube-Kanal, auf dem du Videos bringst? Also es ist auch noch ein zweites Buch in Entstehung, über das ich leider nicht reden darf, weil der Verlag mir eine Schweigepflicht aufgebürdet hat. Also momentan passiert online nicht ganz so viel. Ich bin vor allem auf Social Media, auf Instagram und Facebook unterwegs. Und ich hoffe, dass ich im Sommer dann auch wieder Zeit habe, mehr auf YouTube zu machen. Aber erst einmal müssen sehr viele Dinge im Hintergrund produziert werden. Ja. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, sich die Fabeltiere tatsächlich in real anzugucken, in unserem Museum, den Denkräumen für Kulturgeschichten in Hanmünden, ab April diesen Jahres wieder geöffnet. Da können wir auch gerne einen Link reinpacken. Und da kann man sich tatsächlich verschiedene Basilisken-Varianten, den Schweizer Rollibock, einen Alpendämon und manch andere Gestalt live und in Farbe angucken. Ja, unbedingt empfehlenswert, wer sich damit beschäftigen kann, ist natürlich jetzt nicht explizit mittelalterlich, auch wenn du so Sachen beschäftigst, aber du beschäftigst dich vor allen Dingen mit der neuzeitlichen Rezeption. Und wenn es was Mittelalterliches gibt, ist das natürlich immer mit dem Boot. Ja. Aber vielfach ist es natürlich, also ich sage mal, 70% ist schon Neuzeit. Ja, ja. Aber es ist, wie gesagt, ich finde es so spannend, wie wenig kontinuierlich das oft ist, wie oft sich das verändert. Da muss man sich einfach von dem Gedanken trennen, dass das alles alte, ganz, ganz alte Sagen sind. Oder ein Beispiel, das auch ganz wichtig ist, die ganzen keltischen Sagen, die werden auch mal so als uralte Sagen hingestellt und tatsächlich sind sie entweder aus christlichen Quellen oder komplette Erfindungen, also Nacherzählungen. Aber das ist halt das unglaubliche Arbeit. Vor allem, wenn die dann noch in so einen großen Bogen gesetzt werden, in so eine ganze Welt drumherum. Mhm. Das ist zum Beispiel was wir im deutschen Volksglauben gar nicht sehen. Also es ist schon sehr schwer, im deutschen Volksglauben eine Anderswelt auszumachen. Da gibt es Anleihen. Aber das sind alles Einzelgeschichten und Einzelwesen, die nicht in so einem großen Narrativ verbunden sind. Wie gesagt, hatten wir Frau Holle lebt ja auch in einer Art Anderswelt, aber ohne jede Verbindung zu allen anderen Wesen. Genau. Die haben alle ihre eigene. Das macht es eben schwierig und das ist, in gewisser Weise schon. Genau. Es gibt sehr wenig Zwischenbezüge. Ja, ich denke, wir haben einen schönen Bogen gespannt und ein paar Beispiele für die mittelalterliche Sagenwelt gezeigt und gleichzeitig gezeigt, wo unser Wissen begrenzt ist und wo auch die Sagenwelt tatsächlich letztlich begrenzt ist. Ich danke dir sehr für das Gespräch, hat mir großen, großen Spaß gemacht und ich zumindest verfolge deine Arbeit immer sehr, sehr gerne. Ich habe da eine deutliche Schwäche für diese ganzen, für Romantik und romantische Märchentraditionen und großartig, dass du das so bearbeitest, weil wie gesagt, wir haben da mittlerweile selbst die Krims Märchen verwässern ja sehr stark und bei alle anderen, wie du gesagt hast, sind oft komplett unbekannt. Also vielen Dank auch für die Einladung. Sehr gerne. War sehr schön. Ja, ansonsten schreibt ihr in die Kommentare, was wisst ihr noch an tatsächlich alten Sagen? Wie war bisher euer Bild über die mittelalterliche Sagenwelt? Diskutieren gerne mit. Wir gucken beide sicherlich in die Kommentare und werden darauf antworten.
Und ich danke euch, dass ihr da wart und wir sehen uns nächste Woche mit einem neuen Thema. Und bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.